Howdy, ihr coolen Cowboys. Ich habe dir ja versprochen, dass ich dir zeigen werde, welche Waffe ich für das Survival Squad mit nach Kanada nehmen würde. Warum das genau die Waffe ist, die ich Fabio mitgeben würde und was diese Waffe zur perfekten Reise- und Survival-Waffe macht, das zeige ich dir jetzt. Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, mal wieder etwas unverschämte Eigenwerbung. Das Joe Vogel Erics ist jetzt auch in Orange erhältlich und ich habe zusammen mit Dirk Wanger außerdem besprochen, dass der Gutscheincode Joe Vogel, mit dem du dieses Messer 5% günstiger bekommst, immer noch gültig sein wird. Das heißt, wenn es dich interessiert, dieses Messer gibt es jetzt noch 5% günstiger bei messerundco.de. Außerdem, es gab vor gar nicht allzu langer Zeit, aber fast 10 Jahren, ein Projekt, ein Medienprojekt. Das war das Schwarzwaldcamp 2015. Das war eine Woche voll bepackt mit Survival im eiskalten Schwarzwald im Winter mit 12 Laien. Meine Aufgabe war es, die Teilnehmer nicht nur an ihre Grenzen zu bringen, sondern auch sicherzustellen, dass alle irgendwie einigermaßen am Leben bleiben. Diese Sendung können wir uns gemeinsam auf unserem Kanal hier auf YouTube anschauen und zwar ab September wird es jeweils 2 Folgen pro Woche geben. Den Trailer, den zeige ich dir jetzt. Das Ganze ist hart. Das ist richtig heftig. Wir müssen evakuieren. Ihr könnt euch schwer verletzen. Ihr werdet verletzt werden. Es ist hart. Das Ding weg. Also hier seid ihr sicher. Jeder kann es schaffen. Also, wir wollen uns jetzt anschauen, welche Waffe ich mitgenommen hätte oder welche Waffe ich vielleicht mitnehmen werde. Wir werden sehen. Also, es handelt sich hier tatsächlich um eine vollständig funktionsfähige Piff-Puff, also so eine richtige Schusswaffe. Das ist kein Spielzeug hier. Und diese Waffe, die ist federleicht. Naja. Ja, pack mal aus, damit man das auch beurteilen kann. Bevor ich die auspacke, rate, wie schwer diese Waffe ist. Weil ich habe sie schon gewogen, wir haben dieses Video schon 2-mal gemacht. Wir machen sie immer wieder, bis es fast perfekt ist. Und da haben wir sie auch gewogen. Manche glauben nicht, dass das eine richtige Waffe ist. Und ich hatte die sogar hier schon mal auf dem Kanal gezeigt. Und da hatte ich dann den Kommentar bekommen, das ist doch niemals eine echte Waffe. Ich war bei der Bundeswehr, ich erkenne doch echte Waffen. Das ist doch eine Softwarewaffe, mach dich nicht zum Clown. Nein, das hier ist eine richtig echte Schusswaffe. 1,5 Kilo. Etwas mehr als 1,5 Kilo mit Futteral. Das ist richtig leicht. Und das ist genau die richtige Waffe für so ein Projekt. Warum? Es gibt 4 Gründe dafür. Ne, 4 Gründe, wir zählen hier in Griechenland den Daumen nicht mit. 4 Gründe dafür. Okay, beginnen wir mal. Was macht diese Waffe besonders? Grund 1, Frage hinter die Kamera. Sie ist leicht. Sie ist leicht. Das heißt, das Ding kann ich im Rucksack transportieren und jederzeit rausnehmen und auch längere Zeit in der Hand beim Laufen. Also ich kann damit wandern gehen, ohne dass die mich stört. Okay? Die zieht mich nicht rum. Perfekt. Das hast du jetzt sehr schön simuliert. Habe ich schön simuliert, gell? So wandere ich immer. Ohne Rucksack? Ohne Rucksack, aber mit Wanderstöcken. Okay? So. Was ist Nummer 2? Nummer 2 ist, ich habe die Möglichkeit, diese Waffe wirklich in kurzer Zeit klein zu bauen. Also, wie nennen wir das? Sie ist kompakt oder hat ein kleines Transportmaß. Das ist der zweite Grund, warum das die ideale Reise- und Trekkingwaffe ist. Sie ist auch sehr schnell wieder einsatzbereit. Nummer 3, was ist bei Waffen immer wichtig? Die Sicherheit. Die Sicherheit. Und diese Waffe ist besonders sicher. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die hat nur ein Patronenlager und einen Lauf. Das ist alles hier. Derjenige, der die Waffe führt, ist wichtiger für die Sicherheit als die Waffe selbst. Das stimmt. Aber wenn du nicht wirklich geübt mit Waffen bist,
dann kannst du ganz, ganz große Fehler machen. Je komplexer eine Waffe ist, desto gefährlicher ist die Waffe auch. Und diese Waffe ist super einfach. Sie ist nicht nur super einfach, sondern auch super billig. 250 Euro, eine brasilianische Marke, Rossi Montenegro nennt sich das Ganze. Das Kaliber hier nennt sich 36 oder 410. Erklär mal, was das bedeutet. Das bedeutet, ich habe eine Munition, die ist so groß wie eine AA-Batterie, okay? Und das ist für mich interessant, weil ich habe immer nur eine Munition. Ich lade sie rein, aber ich mache die Waffe nicht zu. So. Und so lade ich die. Und so ist sie entladen. Und so lade ich sie wieder. Und so ist sie entladen. Simpel. Wenn ich hier reinschauen kann, ist nichts drin, kann nichts passieren. Wenn die gebrochen ist, so sagt man das, also hier... Also auseinandergeklappt. So runtergeklappt. Dann kann ich die so bewegen. Und selbst wenn du dann mit Jägern unterwegs bist und du bist auf einer Drückjagd und der eine sagt, ey, wirf mir mal kurz die Munition rüber. Und du schwenkst so, ich mach's nicht, ich mach's trotzdem ungern. Aber du schwenkst über jemanden drüber und die ist gebrochen. Reißt dir keiner den Kopf ab. Wenn die geschlossen ist, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Also das ist die Sicherheit. Dann kann dir aber vielleicht niemand mehr den Kopf abreißen. Das ist das Interessante. Die hat noch ein paar andere Eigenschaften. Es gibt nicht nur diese Marke. Es gibt auch eine ganze Reihe amerikanischen Marken und auch eine russische bekannte Marke, die Baikal. Die hat auch diese Einlauflinten. Patricia hat mal so eine gehabt in 1276. Die hat getreten wie ein Esel. Also die hatte einen ganz üblen Rückstoß. Sie hat noch eine andere Eigenschaften, die für diese spezielle Waffe gilt. Und deshalb finde ich das Modell ganz gut. Die hat hier einen Hahn, der nur im ungesicherten Zustand geöffnet oder gespannt werden kann. Und wenn diese Waffe dann gesichert ist. Nur im ungesicherten Zustand lässt er sich spannen. Im gesicherten Zustand kann ich den nicht spannen. Das heißt, so ist er auch sicher für den Transport. Wenn ich jagen bin und ich weiß, da sind die Sauen oder da kommt gerade ein Bär, und dann kann ich die im entspannten Zustand, im geladenen Zustand transportieren, ohne dass etwas wirklich passieren kann. Man vermeidet es, wenn nicht notwendig. Aber zum Spannen, entsichern, jetzt kann ich sie wieder sichern. Und wenn ich jetzt versehentlich abschlage, passiert nichts. Selbst wenn sie im gesicherten Zustand runterfällt und abschlägt, so würde sie nicht abschlagen, weil die sogenannte Schlagstücksicherung hat. Also richtig gut. Nur wenn man die komplett gespannt hat und dann abschlägt, dann macht es paff. Vorher nicht. Ich kann es einmal zeigen. Sie ist leer. Ich mache sie zu. Gespannt und geschossen. Jetzt ist es interessant, wenn ich jetzt die Waffe öffne, dann fliegt da hinten die Munition raus. Das merken wir uns jetzt mal. Also wir haben jetzt die drei wichtigen Faktoren schon mal. Wir haben leicht, kompakt, sicher und noch ein vierter Faktor, der für eine Flinte spricht. Die Variabilität. Das ist keine Zigarettenpackung, das ist Munition. Und zwar eine ganz spezielle Munition. Erstmal, größtenteils schießt man Schrot mit einer Flinte. Diese Flinte hat Es ist einfach ein Rohr, ein glattes Rohr. Und dort werden ganz viele kleine Bleikugeln oder Stahl- oder Weicheisenkugeln durchgepresst. Und die verteilen sich dann. Und damit kannst du kleinere Tiere wie Kaninchen, Hasen, Enten, Gänse und Vergleichbares erlegen. Okay? Und zwar während die sich bewegen. Während die fliegen, während die schwimmen. Wunderbar, weil sich eben etwas verteilt. Ich kann mit dieser Waffe aber tatsächlich auch einen Hirsch erlegen. Obwohl die Munition so klein ist. Hat die etwa 2500 Joule. In den USA werden damit Weißwedel geschossen. Ohne Probleme. In Italien jagen ganz viele Jäger mit diesem kleinen Kaliber Wildschweine. Und das ist jetzt aber, sind keine Schrotkugeln, das ist jetzt ein Flintlaufgeschoss. Das ist jetzt ein Flintlaufgeschoss, genau. Das ist ein Bleibatzen. Also so ähnlich wie eine Gewehrkugel. Nachteil der Flinte ist, man kann mit der nicht ganz so weit schießen. Also mit so einem Bleibatzen etwa 50 Meter weit. Also ja, dann wird es halt wirklich problematisch. Wenn ich so 50 Meter weit entfernt irgendeinen Hirsch stehen habe, dann kann ich damit drauf schießen. Oder aber, wenn mich ein Bär angreift. Aber da kommen wir jetzt an die Grenzen dieser Waffe. Deshalb ich wegen der Variabilität tatsächlich nicht genau dieses Kaliber mitnehmen würde, sondern ein größeres Kaliber. Erstmal, was hatte Fabio dabei? Fabio hatte das hier dabei. Das ist 12er Kaliber. Das ist eine 1270 Flintlaufgeschoss. 12 ist das größte und schwerste Kaliber bei Schrot. Wobei, ja, es gibt noch ein paar Gänsekaliber, aber das sind gängige Kaliber. Ja, das ist das gängigste Kaliber, mit dem auch wir jagen. Auch kleinere Tiere, aber dann mit schwächeren Patronen.
Und die ist relativ schwer. Welche Tiere in welcher Größenordnung also damit kannst du damit erlegen? Alles erlegen. Also keine Elefanten und keine Büffel, okay. Aber alles, was so an normalem Wild rumkreucht und fläuft. Damit kann man auch Wildschweine gut erlegen, aber ich würde mit dem Kleinen jetzt. Mit dem Kleinen. Aber damit würde ich nicht auf Bären schießen. Das sind die schon zu besser. Schwach? Die sind zu schwach. Also die gehen zwar durch, die werden den Bären töten, aber die unmittelbare Stoppwirkung ist da nicht so stark. Da würde ich aber auch nicht das Große wählen, und zwar aus dem Grund, weil es sonst zu schwer ist, sondern ein Kaliber, das in den USA auch als Verteidigungswaffe gegen Bären oder auch auf Spitzbären recht beliebt und bekannt ist. Und das ist 20er Kaliber. Das liegt etwa dazwischen. Das habe ich allerdings nicht da. Diese Waffe gibt es auch im 20er Kaliber. Und ist sie da nicht schwerer? Tatsächlich, aber 500 Gramm, nicht viel. Oder 350 Gramm, glaube ich, wiegt sie mehr. Also, das macht dann wirklich nicht so viel aus. Die Munition ist ein bisschen schwerer, aber für Reisen, bei denen ich jage und mir Nahrung besorgen möchte, ohne aber mich gegen Bären verteidigen zu müssen, würde ich tatsächlich das Kaliber mitnehmen, weil das halt am einfachsten ist und am leichtesten und ich da eigentlich keine Probleme habe. Es gibt es aber vielleicht einen Einwand, was diese Einlaufflinten angeht. Bestimmt hat schon jemand unten kommentiert, was der Nachteil dieser Flinten ist. Die ist leicht, kompakt, sicher, variabel, aber... Ja, wo ist denn das Problem? Das klingt doch perfekt. Sie hat nur einen Lauf und nur eine Munition, eine Patrone. Das heißt, das, was ich nicht machen kann, ist knack, knack, knack. Musst du das denn? Die Argumentation mag sein, dass man im Angriff eines Tieres schnell hintereinander schießen muss. Naja, wenn das Kaliber groß genug ist, wie du gerade erklärt hast, reicht vielleicht schon mal ein Warnschuss. Das stimmt. Eigentlich muss man nicht so häufig schießen. Wenn ein Bär etwas abbekommt, dann verzieht er sich selbst bei Pfefferspray. Also meine Waffen der Wahl wären ausreichend starker Pfefferspray und eine 20er. Wenn man einen Bär damit trifft, dann überlegt er sich schon, ob er noch mal näher kommt. Also da muss er schon richtig böse drauf sein. Aber wenn zwei Personen unterwegs sind, können auch zwei Personen so eine leichte Flinte mitnehmen. Wenn die geübt sind miteinander, kann einer schießen, also die ist jetzt nicht geladen, kann einer schießen, nachladen, währenddessen schießt der andere. Man soll die eigentlich auch nicht geschlossen abschlagen, aber das mache ich jetzt extra nur für dieses Video, nur für dich, lieber werter Zuschauer. Ich hoffe, du honorierst das mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo und mit dem Aktivieren der Glocke. Ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, geh sicher, dass du auch die Glocke aktiviert hast, dann kriegst du nämlich auch mit, wenn die ersten Videos vom Schwarzwaldcamp online gehen. Also, hier, ich mache nochmal die Munition rein, aber ich schließe die Waffe so nicht. Zur Demonstration. Zur Demonstration. Es ist wirklich... Wenn man geübt ist, dann muss man auch nicht hinschauen. Wenn man hinschaut, geht es noch einfacher. Okay? Also man kann dir schon einfädeln in einem Zeitrahmen, in dem man eine halbe Sekunde. Man schließt, spannt, zielt, öffnet, nimmt die nächste. Du möchtest also sagen, es ist alles nur eine Frage der Übung? Es ist eine Frage der Übung und der Koordination. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, wenn man aufgeregt ist. Da kommt jetzt irgendetwas sehr schnell auf dich zu. Aber dafür hat man ja noch die zweite Person und dafür hat man im Zweifel ja noch den Pfefferspray. Und Hand aufs Herz, die Wahrscheinlichkeit, dass dich ein Bär angreift, ein Grizzly, solange du nicht Andreas Kieling heißt. Das fragende Blicke von hinter der Kamera. Nein, Andreas Kieling hat nicht versucht, die Bärin an. Andreas Kieling hat sich zu ruhig verhalten. Im Umfeld von Bären wirst du sicher gehen, dass die Bären dich mitbekommen. Das heißt, du bist nicht leise unterwegs. Weil wenn du einen Bären oder eine Bärin mit den Jungen überraschst, dann kann es sein, dass die Mutter, die Fee, wie nennen sich weibliche Bären? Die Bärin. Die Bärin sich angegriffen fühlt oder ihre Jungen in Gefahr fühlen und dann greift sie an. Nur ganz, ganz selten greifen die Bären auch den Menschen aus Essensgründen an. Das sind keine Man-Eater. Eisbären ist nochmal was anderes. Also, wenn du also sie klauen bist, dir dein Pausenbrot, aber dich persönlich möchten sie nicht essen. Ganz genau. Also da geht es dann darum, dass man wirklich Disziplin zeigt. Wo macht man seine Lebensmittel hin? Wie nah geht man an meinetwegen veränderte Tiere ran? Hat man ein Karibu-Geweih, das nach verrottendem Fleisch riecht, hinten im Rucksack? Das sind alles solche Fragen. Aber man kann ganz viel mit Verhalten machen. Wenn man jetzt wirklich eine Waffe dabei haben möchte, weil man eben im Bärengebiet unterwegs ist, dann in Gottes Namen so ein Ding. Was ist deine Meinung? Lieber so einen
vollautomatischen Bärenstanzer oder so eine ganz einfache, aber dafür leichte Waffe? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Es wird vorerst das einzige Waffenvideo sein. Ich werde hin und wieder mal mit der Flinte unterwegs sein und jagen. Da wird es vielleicht schon nochmal das eine oder andere Video geben. Aber YouTube ist extrem allergisch, was Waffen und Jagd angeht. Und bitte, liebe Kontrolleure, falls irgendjemand hier auf das Melden-Knöpfchen gedrückt hat, ich spreche Deutsch, ich bin Deutscher, aber ich wohne nicht in Deutschland. Ich bin hier in Griechenland und ich darf meine Waffe in Griechenland führen. Ich darf mit meiner Waffe auch in Griechenland auf meinem Grundstück schießen. Also bitte seid da ein bisschen nachsichtig, was die Sperre des Videos oder das Flagging angeht. Ansonsten, dieses Video ist jetzt vorgerückt worden. Eigentlich wollte ich das nach dem Loading-Out-Video machen. Ich habe nämlich in einem anderen Video meine komplette Reiseausrüstung zusammengestellt, inklusive Waffe, die ich mit nach Kanada nehmen würde. Also alles, was ich brauche. Und da bin ich auf ein erschreckend geringes Gewicht gekommen. Also viel, 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 viel weniger. Du hast ja auch die Unterhosen vergessen. Stimmt, ich habe keine Unterhosen dabei. Das macht am meisten aus. Also die Stahlunterhosen habe ich daheim gelassen. Dementsprechend ist das Gewicht geringer gewesen. Aber dieses Video wird demnächst hier erscheinen. Zwischendurch eben das Flintenvideo und dann gibt es hier auf dem Kanal demnächst auch noch die eine oder andere Überraschung. Also nicht vergessen, abonnieren und dann sehen wir uns demnächst wieder.